Seid gegrüßt, Kinder von Midgard, und herzlich willkommen in meiner Sagenhalle. Schon länger trieb mich die Idee um, mal die Weltanschauung der Germanen zu thematisieren. Und hiermit ist es getan. Wie dachten unsere Ahnen über die Welt und über sich selbst? Wie dachten sie übereinander, über andere Germanen und über andere Völker? Welche Werte hatten sie? In was für einer Gesellschaftsform lebten sie und durch was wurde diese Gesellschaftsform beeinflusst? Das ist nur eine grobe Übersicht, die der komplexen Realität nicht vollends gerecht werden kann. Aber für einen ersten Eindruck, denke ich, reicht es. Eine Bemerkung in eigener Sache noch. Ich habe mich bemüht, diesen Beitrag nach dem derzeitigen Stand der Forschung auszurichten und nicht nach persönlicher Meinung oder politischer Präferenz. Auch nicht meiner eigenen. Ich bin kein Prediger und ich bin auch nicht hier, um irgendein ideologisches Wunschdenken zu bedienen. Egal ob links oder rechts, auch wenn mir das ganz gerne mal vorgeworfen wird, weil ich nicht nach irgendeiner völkischen Pfeife tanze. Auch bin ich weder ein ausgebildeter Mediavist noch Geschichtswissenschaftler noch Germanist oder sonst was. Ich bin ein reiner Laie. Was ich an Wissen regelmäßig hier teile, das habe ich mir über einen Zeitraum von über 15 Jahren angeeignet. Und trotzdem kommt es immer mal vor, dass mein Wissensstand hier und da veraltet ist oder auf irgendwelchen Quellen basiert, von denen ich damals nicht wusste, dass die einfach Dummfug waren. Sowas kommt vor. Schließlich ist Asatru die Religion mit Hausaufgaben, nicht wahr? Anmerkungen, Kritik oder Richtigstellungen ritzt ihr also bitte wie immer in Runen in die Kommentarleiste. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre habe ich jedoch mittlerweile ein Schild am Eingang der Sagenhalle angebracht, für diejenigen, die ich immer daran erinnern muss, wie wichtig ein zivilisierter Umgangston ist. Da die meisten von euch das ja hinkriegen, dürfte das kein Problem sein. So, nun da alles geklärt ist, setzt euch wie immer zu mir ans Herdfeuer, nehmt euch ein Horn voll Met und hört, was ich aus den Tiefen der Zeit zu berichten weiß. Um zu verstehen, wie die Germanen sich und die Welt betrachteten, kann es nicht schaden, sich klarzumachen, was für Menschen das waren. Sie lebten hauptsächlich von Ackerbau und Viehzucht, in einer Zeit ohne Internet, ohne universelle Menschenrechte, Kühlschränke, elektrisches Licht oder sonst was. Das Leben war hart, mühselig und meistens sehr kurz. Die meisten Germanen wurden im Schnitt um die 40 Jahre alt, wenn überhaupt. Frieden mit anderen Völkern war sehr brüchig. Wenn die Natur es schlecht mit ihnen meinte, mussten sie sich auf Hungern und Verhungern einstellen. Die Kindersterblichkeit war oft hoch, und die medizinischen Möglichkeiten von heute waren weder vorhanden noch vorstellbar. Zuerst mal das Offensichtliche. Die Germanen betrachteten die Natur als beseelt. Bestimmte Wälder, Haine, Flüsse, Berge und so weiter galten als Wohnort verschiedener Wesenheiten, das heißt Götter, Göttinnen, Riesen und anderer, meist wichtigst genannter Wesen. Infolgedessen wurden solche Orte entweder gemieden oder besonders häufig aufgesucht. In Hessen wurde zum Beispiel eine Eiche zum Heiligtum, denn sie war dem Gewittergott Donar geweiht, und den Franken brachte man Opfer an Flüssen dar. Man war sich der Abhängigkeit von der Natur bewusst und versuchte, die ihr innewohnenden Kräfte günstig zu stimmen. So traten sie in ein gegenseitiges Vertragsverhältnis oder Bündnis mit den Naturmächten. Man geht davon aus, dass sie wie andere indoeuropäische Kulturen auch das Universum in mindestens drei Ebenen teilten. Den Himmel, also die Sphäre der Mayen oder Magen genannten Mächte, also meistens Götter und ähnliches. Die Erde, das ist die Welt der Menschen, in der Mitte. Und die Unterwelt, das Reich der Toten und der finsteren unterirdischen Wesen. Stabilisiert wurde das Ganze durch eine Säule oder einen Baum, meist eine Esche oder Eibe, welche gewöhnlich mit dem Hochgott des jeweiligen Stammes oder Volkes verbunden war. In Skandinavien war dies die Yggdrasil, die Weltenesche des Odin. Man nahm die Welt als Kräftemessen einander ergänzender Mächte wahr,
Chaos und Ordnung, Riesen und Gottheiten, Licht und Dunkelheit. Doch anders als im Christentum sind diese Mächte nicht immer eindeutig gut oder böse, schwarz oder weiß. So konnten die Alben genannten Landgeister, deren Name ja schon auf Licht hindeutet, sowohl das Land segnen als auch Seuchen auslösen. Die Göttermutter war gütig und grausam, und der Allvater, immerhin das Oberhaupt des nordischen Pantheons, konnte auch ein verschlagener Eidbrecher und der gefährliche Riese ein treuer Verbündeter und Gastgeber sein. Das ist das Faszinierende an vorchristlichen Mythologien. Sie bilden nämlich recht akkurat die Vielseitigkeit der Natur und des Lebens ab. Dennoch wurden die Gottheiten, Riesen und so weiter nicht als allmächtig oder allwissend aufgefasst. Jedes Wesen hatte seine Tätigkeitsbereiche und entsprechend auch seine Grenzen. Selbst die mächtigsten unter den Göttern waren machtlos gegen das Schicksal, gegen Tod, Krankheit und den Wandel der Zeit. Die historischen Germanen hatten ein anderes Verständnis von Religion als wir heutzutage. Das liegt nicht nur daran, dass den meisten dieser römische Begriff unbekannt gewesen ist, sondern auch daran, dass ihre Rituale und Opferzeremonien als Teil ihrer Stammestraditionen betrachtet wurden. Statt von Religion sprachen sie von Situ, das heißt Sitte. Wir reden hier von regionalem Brauchtum, das keine Unterschiede zwischen Religion und Tradition kannte, aber auch nicht zwischen Heiligem und Alltäglichem. Das war für die Germanen so selbstverständlich, dass sie daher auch keine wirklichen Namen für ihre Religionen hatten, was übrigens auch auf den Großteil aller anderen antiken Kulturen zutrifft. Der heute oft benutzte Begriff der alten Sitte oder Firnensitte findet sich unter anderem in isländischen Sagas wieder aus dem Mittelalter, wo sie von der neuen Sitte, dem Christentum, unterschieden werden. Da zuvor aber kein Christentum dort verbreitet war, werden die Germanen keinen Begriff für ihre Stammestraditionen gebraucht haben. Generell lässt sich sagen, dass die Religion der Germanen so stark mit allen anderen Lebensbereichen verbunden war, dass es eigentlich doch seltsam anmutet, ihr überhaupt einen eigenen Namen zu verpassen. Das heutige Heidentum lässt sich schon allein deshalb nicht mehr mit diesem historischen Brauchtum und den Traditionen vergleichen, weil wir es heute gewohnt sind, alles abzutrennen und in Schubladen zu packen und dem ganzen Label zu verpassen. Etwas, über das unsere Vorfahren vermutlich nur verwundert mit dem Kopf geschüttelt hätten. Wie bei fast allen Menschen des Altertums gab es auch bei ihnen keine Trennung zwischen Religion und Alltag. Anders als in unserer Zeit war in ihrem Denken das Heilige allgegenwärtig. Es berührte daher auch Bereiche des Lebens, die heute strikt von der Religion getrennt werden. Zum Beispiel Politik. Das Thing genannte Volksgericht unterstand dem Schutz der Götter, zum Beispiel dem friesischen Fosite oder dem Himmelsgott Tivas. Unerklärliche Gebrechen wurden durch das Wirken böswilliger Wesen erklärt, zum Beispiel Elfen oder Hexen. Muttergottheiten wie Freya rief man um Hilfe bei der Geburt an oder ritzte zu diesem Zweck bestimmte Runen. Häufig sollte auch der Gott Woden helfen, Menschen und Tiere zu heilen, wie zum Beispiel im englischen Neun Kräutersegen oder im zweiten Merseburger Zauberspruch. Der Mensch stand damals in einem direkten Austausch mit den Göttern, denen man Macht über die Natur zusprach oder sie als ihren Wohnsitz betrachtete. Das Wirken der Götter wurde in allem gesehen, das nicht durch Menschenhand erklärbar war. Und wenn es nicht die Götter waren, die ihre Hand im Spiel hatten, dann die Riesen oder ähnliche Wesenheiten. Entsprechend verhielt man sich auch den Göttern gegenüber mit Segenssprüchen, Zaubern, Opfergaben und bestimmten Tabus, an die man sich zu halten hatte. Und das nicht nur einmal die Woche, wie heute, sondern jeden Tag. Und auch wenn die Germanen daran glaubten, dass manche Wichtis oder Ansis nur in bestimmten Hainen oder Plätzen wohnten, war die gesamte Natur für sie belebt. Es hausten Wichtis in den Bergen und Wäldern, in Flüssen und Seen, in den Elementen, im Acker, unterirdisch, im Himmel, in Hügeln und sogar in den eigenen vier Wänden
oder am Eingang eines Hauses. Entsprechend ging man mit seiner Umwelt eben auch um, hing Amulette an Haustüren, ritzte Schutzrunen in die Haustür oder in Gegenstände oder stellte hölzerne Idole vor dem Haus auf, die böse Mächte fernhielten. Daher verwundert es auch nicht, dass sich die Germanen oft am Tun ihrer Vorfahren orientierten, hatte dieses ihnen doch über Jahrhunderte Ordnung und Überleben gesichert. Das Motto lautete hier: Was den Vorfahren gut tat, kann für uns nicht schlecht sein. Ja, sogar die Vorfahren konnten noch ins Leben der lebenden Nachfahren eingreifen, weswegen man sie immer zu ehren und zu achten hatte. Was nicht heißt, dass die Germanen ihre Bräuche und Gesetze nicht gelegentlich auch veränderten Gegebenheiten anpassten. Dieses Gewohnheitsrecht der Germanen war weder starr noch in Stein gemeißelt, sondern es orientierte sich immer nur am Nutzen für das Gemeinwohl. Denn nur, was in der rauen Welt des Altertums das Überleben sicherte, wurde gemeinhin auch als tauglich betrachtet. Und wenn sich die Lebensgewohnheiten änderten, dann nur, weil man sich den Gegebenheiten anpassen musste. Die Welt ist nicht statisch, sondern immer im Wandel begriffen. Auch die Germanen wussten das und lebten daher ihre Traditionen nicht so statisch, wie wir uns das heute vielleicht vorstellen, sondern immer evolutionär ausgerichtet. Zu diesem allumfassenden Traditionsdenken passt auch, dass selbst die Gottheiten als Ahnen betrachtet wurden. Die Ansis erschufen den Menschen nicht, sondern der Mensch stammte von ihnen ab. Meist waren es Söhne bestimmter Götter, die zu legendären Helden und Fürsten wurden und ganze Herrschergeschlechter begründeten. So zum Beispiel die Königsfamilie der Inglinge, die ihre Vorfahren bis zu Yngvi Freyr, also Yngvas Frojas, hinaufführten, welcher der Hochgott in Schweden war. Ebenfalls typisch für Völker dieser Zeit ist die Gleichstellung von Naturerscheinungen mit Verwandtschaftsgraden. So wird nicht nur die Erde als Erdmutter bezeichnet, sondern der Himmelsgott Tivas wurde vermutlich früher Tivas Vater oder Tivas Ala Vater gerufen, also himmlischer Vater. Auch der Rhein wurde wahrscheinlich von den dort lebenden Germanen als Rhinvater bezeichnet, also Vater Rhein, wie es auch die Römer und Kelten in diesem Gebiet taten. Vom fränkischen König Chlodwig ist ein angebliches Streitgespräch mit seiner christlichen Frau Chrotilde überliefert, in dem dieser ihre Bekehrungsversuche abtut mit folgenden Worten: Auf das Geheiß unserer Götter wurde alles geschaffen und erzeugt. Dein Gott ist augenscheinlich ein ohnmächtiges Wesen, und was noch mehr ist, er ist nicht mal vom Stamme der Götter. Lasst euch das bitte nochmal durch den Kopf gehen. Der Christengott ist nicht mit den Ansis verwandt. Dieser Satz wurde dem damals noch heidnischen Frankenherrscher höchstwahrscheinlich angedichtet, lange nach seiner Bekehrung und lange nachdem er gestorben war. Aber es demonstriert doch recht gut das Denken der damaligen Zeit. Er besagt damit im Prinzip Folgendes: Dein Gott ist ein Fremdling, der nicht mal mit unseren Göttern verwandt ist. Warum sollte er irgendein Recht verliehen bekommen, sich in unsere Belange einzumischen? Hier wird das Sozialgefüge der größtenteils durch Verwandtschaft geprägten Gesellschaft auf die Welt der Götter projiziert. Wie sollte es auch anders sein? Die Götter haben die Welt nicht geschaffen, sondern lediglich eingerichtet und geordnet und aus der chaotischen Erde eine Heimstatt für sich und ihre sterblichen Nachkommen gemacht. Nicht nur das, indem sie Ordnung ins Chaos brachten, richteten sie bereits erste Gesetze ein, über deren Entstehung sich die Germanen später ihre Mythen und Sagas erzählten. So stark waren die paganen Mächte ins alltägliche Leben der Menschen involviert, dass sie in grauer Vorzeit sogar deren Gesetze begründeten. Daher dienen manche Rituale auch dazu, diese Urtaten symbolisch oder magisch zu wiederholen, um die Ordnung zu bewahren oder wiederherzustellen, die diese prähistorischen Taten einst ermöglichten. Die Germanen handelten häufig nach Präzedenzfällen,
Das ist damals so und so gemacht worden, so halten wir es heute auch noch. Daher gingen bei magischen Ritualen, den eigentlichen Zaubersprüchen, vorher mythische Erzählungen aus der Frühzeit voran. Etwa beim zweiten Merseburger Zauberspruch, von dem wir annehmen dürfen, dass er eigentlich länger ging als die mythische Geschichte um Balders Pferd. Das Menschenbild der historischen Germanen unterscheidet sich deutlich von unserem modernen Menschenverständnis. Demokratie und Menschenrechte, so wie wir sie kennen, gab es nicht. Die Menschen waren nicht alle gleich und die Gesellschaft war in Stände aufgeteilt. An der Spitze standen die Edelinge, eine frühe Form des Adels, wenn man so will. Sie hatten die meisten Rechte und Privilegien und entstammten stets hoch angesehenen Familien oder Dynastien, wie wir heute sagen würden. Die Frieling genannten Freien bildeten zusammen mit den Lassen genannten Halbfreien gewissermaßen den Mittelstand und das Gros des Gesamtvolkes. Und schließlich gab es noch die Unfreien. Das waren Sklaven und Kriegsgefangene. Dazwischen gab es noch verschiedene Abstufungen, auf die ich jetzt aber nicht eingehen möchte, weil das wird langsam kompliziert. Aber das bedeutet im Klartext, dass in manchen Belangen einige Stammesmitglieder als minderwertig oder höherwertig eingestuft wurden. Und so war zum Beispiel einem Halbfreien verboten, eine Fürstin zu ehelichen. Diese sozialen Unterschiede legten auch fest, wie viele eine Person bei einem Vergehen an Wehrgeld, das heißt Bußgeld oder Geld für einen Getöteten, zu zahlen hatte. Als Beispiel: Für einen getöteten sächsischen Adeligen wurden 1440 Schillinge bezahlt, für einen Freien nur 240. Diese Ständeordnung war jedoch nicht komplett statisch und unveränderbar. Man konnte beispielsweise aus dem halbfreien Stand in den freien Stand entlassen werden. So ist es uns in einem Satz aus dem Altniederländischen überliefert. Zu dem Lito genannten Halbfreien wurde dann gesagt: Malto si afreo, Lito. Ich sage, du bist frei, Lito. Dieser Unterschied zwischen den Menschen wurde noch dadurch deutlich, dass sie in ihren Opferungen verschiedene Götter bevorzugten. So war der Donnergott Funras oder Dona vor allem beim einfachen Volk sehr beliebt, während die Oberschicht sich mit ihren Belangen eher an Vodanas oder Woden wandte, dem Gott der Fürsten und Könige. Obwohl Frauen in der germanischen Gesellschaft einige Achtung entgegenkam, war alles patriarchalisch geregelt. War der Mann nicht da, hatte die Frau das Sagen im Haus. Frauen galten oft als von Magie und Heiligkeit beseelt. Gerade Seherinnen und andere weise Frauen wurde sehr viel Achtung und Respekt entgegengebracht. Zauberinnen jedoch schienen mit Argwohn betrachtet worden zu sein. Und Hagezussen und Chwicke und wie man Hexen damals auch immer genannt hat, hatten also schon vor dem christlichen Mittelalter einen nicht ganz so geilen Ruf. So erzählten sich die Goten, dass einer ihrer Könige einst drei als Halioruna bezeichneten Frauen in die Wildnis verbannte. Dort paarten sie sich mit bösen Geistern und brachten so das Geschlecht der Hunnen zur Welt. Die Hunnen kamen schließlich zurück, um Unheil über die Goten zu bringen. Auf der anderen Seite hatte das Wort einer Seherin wie Veleda enormes Gewicht, so dass sie sogar zwischen ihrem Volk, den Sueben, und den Römern vermitteln konnte. Eine Macht, die nicht jede Frau hatte. Dennoch brauchen wir uns nicht vorzumachen, die Germanen wären besonders politisch korrekt gewesen oder gar gleichberechtigt in den Geschlechtern. Das war eine streng patriarchalisch dominierte Gesellschaft. Der Vater konnte alles entscheiden, was das Leben seiner Tochter bestimmt, auch wen sie heiratet. Da wurde so manche Ehe auch schon mal nur aus politischem Kalkül geschlossen,
um Vorteile zu erzielen oder Frieden zu schließen, ob das der Braut nun gefiel oder nicht. Ein Mann durfte zudem mehrere Nebenfrauen haben, die Kebsen genannt wurden oder Kebsweiber, das heißt, wenn er sich das denn leisten konnte. Wenn eine Frau Ehebruch beging, durfte ihr Mann sie gewaltsam verstoßen. Der Römer Tacitus berichtet uns, dass betrogene Germanenmänner ihre Gattinnen prügelnd und peitschend durchs Dorf jagten, um sie öffentlich vor allen zu demütigen. Diese Frauen galten als wandelnde Schande und die wollte dann auch keiner mehr haben. Das Verhältnis der Germanen zu Trans- oder Homosexualität ist auch nicht gerade das Beste gewesen, scheint aber etwas ambivalent gewesen zu sein. So gab es die altnordischen Begriffe Ergi und Argr, die so viel wie unmännlich oder in Anführungsstrichen weibisch bedeuten. Und für jeden Germanenmann war das eine schlimme Beleidigung. Wer einen Germanenkerl in seiner jeweiligen Landessprache als Ergi, Erch, Argas, Erg oder Arg beschimpfte, der durfte sich auf einen Kampf auf Leben und Tod gefasst machen, denn der Beleidigte hatte darauf seine Ehre zu verteidigen. Wenn er das nicht tat, galt er als Feigling, als Schande und verlor in aller Öffentlichkeit das Gesicht. Ja, es herrschte ein sehr großer sozialer Druck bei den Germanen, das kann man so nicht anders sagen. Ein Germane konnte nicht, wie wir heutzutage, einfach sagen, ach, mit so einem Schulterzucken, ja, das ist ein Penner, der hat wieder zu viel gesoffen, lass ihn einfach. Nein, dieser Mensch musste dann handeln. Eine solche Schmähung kann eigentlich nur ein Gott überleben. Und so gibt es die bekannte Passage aus dem Gedicht Lokasenna. Loki bezichtigt dort den Gott Odin des in Anführungsstrichen weibischen Verhaltens, da er angeblich in Frauenkleidern umherlief. Er sagte: Du jedoch, sagt man, schlichest auf Samse umher und klopftest als Hexe verkleidet an Haustüren an. Das dünkt mich eines argen Art. Das bezieht sich auf die Seidmannen, also Männer, die die als feminin betrachtete Seidre-Magie ausübten, für die unter anderem die Göttin Freya bekannt war. Diese Menschen galten als Schande oder zumindest als nicht respektabel. So ließ Harald Schönhaar angeblich über 80 sogenannte Seidmänner verbrennen, darunter auch seinen eigenen Sohn, Erich Blutaxt, und seinen Bruder Ragnwald. In unseren Breitengraden hatte das Wort arg die Bedeutung verschlimmern, schlecht machen, korrumpieren, zu Bösem verführen. Also auch nicht gerade viel besser als im hohen Norden. Allerdings ist es möglich, dass die Germanen ein ähnlich ambivalentes Verhältnis zu dem Thema hatten wie die Griechen, Römer und Kelten. Offenbar galt homosexuelles Verhalten nicht per se als verwerflich, solange man der aktive Part war. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Es war also nicht die homosexuelle Handlung an sich schlimm, sondern dass man da, was man damit assoziierte, nämlich Unmännlichkeit oder ja, Charakterlosigkeit, Weichlichkeit. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt ja auch die durch Saxo Grammaticus überlieferte Sage, dass Odin für ein Jahr seinen Thron in Asgard dem Ulr räumen musste, weil er wohl des argen Verhaltens beschuldigt wurde. Also der passiven homosexuellen Handlung. Es war im Altertum durchaus weit verbreitet, sich Lustknaben zu halten. Man prahlte damit zwar nicht, aber insgeheim wusste jeder, wozu der Jüngere den älteren Herrn begleitete. Warum soll es also nicht verwitwete ältere Germanen gegeben haben, die sowas in Anspruch nahmen? Für das Dorf hatten sie gesorgt, die Kinder sind aus dem Haus und beulen nun selber den Römern die Helme ein.
Vielleicht wurde dann vermutlich auch mal ein Auge zugedrückt und gesagt, ach kommt, lasst dem Alten seinen Spaß, er hat nicht mehr lange, bis er ins Gras beißt. Tja, was sagt uns das? Waren die Germanen alle ein Haufen transphober Machos und Sexisten? Ja und nein. Ich denke, nach heutigen Maßstäben waren die Germanen sicherlich alles andere als PC. Aber man muss bedenken, das waren Menschen ihrer Zeit und auf einer entsprechenden Kulturstufe. Wer hingegen heute noch Angst hat, dass an ein paar Crossdressern oder Transgender-Menschen oder LGBTQ-Pluses die Menschheit untergeht, dem sage ich, guckt euch mal um. Momentan sind wir eher zu viele Menschen, würde ich persönlich sagen. Aber das regelt die Natur ja bereits von alleine. Und dass Sexismus ein Zeichen charakterlicher Schwäche ist, sollte jedem richtigen Mann klar sein. Was andere Völker als ihre eigenen betrifft, so hatten die Germanen auch dafür einen Begriff. Walchisker oder heutzutage Welsch, was man im Deutschen aber auch nicht mehr so wirklich benutzt. Dieses Wort bedeutet so viel wie Fremde und soll sich vom keltischen Stamm der Volker ableiten, mit denen die Germanen um die Zeitenwende hin Kontakt hatten. Der Stammesname wurde von ihnen dann auf alle Kelten übertragen. Daher rührt auch der Name der keltischen Cymry her, die von den Angelsachsen als Welch bezeichnet wurden, als Waliser. Die Germanen unterschieden also sehr wohl zwischen sich und anderen. Aber auch zwischen den einzelnen Stämmen wurden teils klare ethnische Grenzen gezogen. Dies sieht man an einigen Varianten des Wortes Fiodisk, von dem auch die Worte Deutsch und Dutch abstammen. Die altnordische Version Fidwersker bezeichnet die Sprache anderer Germanen, zum Beispiel der Angelsachsen, aber nicht die jeweils eigene nordische Sprache. Das altfriesische Fjosk aus dem Mittelalter bezeichnete andere Germanen, aber keine Friesen. Die Germanen waren nämlich keine einheitliche Kultur oder Ethnie. Doch werden sie sich sehr wohl gewisser Gemeinsamkeiten bewusst gewesen sein. Ich meine, schließlich hatten sie Augen, Ohren und Gehirne. Sie konnten sich weitgehend wechselseitig verständigen und teilten gemeinsame Wertvorstellungen, Traditionen, Bräuche und religiöse Ideen. So mussten Franken und Chatten des 2. Jahrhunderts vermutlich im Gespräch zwar genauer hinhören, um einander zu verstehen, was aber okay gewesen ist, wenn man zum Beispiel direkt an der Stammesgrenze wohnte. Sie werden sich über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Brauchtum unterhalten haben, wussten, dass sie weitgehend denselben Göttern opferten, auch wenn die Chatten vielleicht manches anders machten als die Franken. In beiden Stämmen oder Völkern erzählte man sich dann, dass die Franken und Chatten beide vor Urzeiten von Tibisco und Manus abstammten und deswegen auch mit anderen Leuten um zig Ecken verwandt waren. Dazu wurde eventuell das ein oder andere Methorn gelehrt, also eigentlich nicht anders als ein Plausch beim Frühschoppen auf dem Dorf. Ich persönlich stelle mir das so ähnlich vor wie bei den heutigen Deutschen. Da ist man häufig in erster Linie Bayer, Franke, Kölner, Aachener, Bremer, Chemnitzer und so weiter. Dann ist man eventuell auch nebenbei Deutscher. Die Heimatstadt oder Heimatregion, das ist dann das Vaterland, früher das Stammesgebiet. Alles jenseits davon ist bereits Wildnis. Naja, gut, ganz so einfach wird es wohl nicht gewesen sein, aber tatsächlich war das vermeintlich große Germanien in Wahrheit ein Haufen versprengter Stammesgebiete mit ein paar Kleinkönigreichen hier und da. Und da, wo wir uns heute einfach nur in einem anderen Teil Deutschlands wähnen, da reiste der nach Sachsen gehende Burgunder bereits ins tiefste Ausland. Auch wenn die Einheimischen dort nur eine andere Mundart sprachen und er viele Bräuche und Sitten auch aus der Heimat kannte, so musste es ihm fremdartig und seltsam erscheinen, dass zum Beispiel die Halbfreien dort Waffen tragen durften. Im Reich der Burgunder vollkommen ungewöhnlich. Auch dem Sachsner zu opfern ist dem Burgunder fremd, aber
Das ist okay. Er erkennt an, dass der Allvater viele Söhne hatte, von denen er noch nie gehört hat. Und die Sachsen stammen nun mal von einem dieser Söhne ab. Wie jedoch die Germanen andere Völker und deren Götter beurteilten, ist fraglich. Wir wissen, dass die Germanen entgegen ihres Image alles andere als verschlossen waren. Vermutlich maßen sie, wie viele andere, welche an deren Verhalten und ihrer Nützlichkeit für die eigenen Leute. Falls sie sich über die Gottheiten anderer Leute Gedanken machten, werden sie vielleicht durch die Augen ihrer eigenen Kultur betrachtet haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Sieben-Tage-Woche, die sie von den Römern übernommen haben und an ihre eigene Götterwelt anglichen. So wurde aus dem römischen Dies Jovis der Donnerstag, also der Donnerstag, und aus dem Dies Lunae der Montag. Ob die Germanen allerdings auch Debatten darüber führten, ob das Vorhandensein anderer Götter und Kosmologien ihre eigene in Frage stellt, bleibt im Dunkel der Vergangenheit verborgen. Generell war für sie auch nicht ausschlaggebend, woran man glaubte, sondern wem man opferte. Denn diese aktiven Opferhandlungen waren es, die den vielleicht vorhandenen Göttern zeigten, dass die Menschen sich um ihre Gunst bemühten und nicht bloß ein bloßes Bekenntnis. Es ist ja auch hinreichend bekannt, dass an Grenzgebieten, wo zum Beispiel die Römer nach Germanien hinkamen, auch römische und germanische Gottheiten vermischt wurden und einen gemeinsamen Kult bekamen. So wurde die Gottheit Herkules mit dem germanischen Gott Magusanus vermengt zu Herkules Magusanus. Es gab auch eine Gottheit namens Mars Halamardus, eine Kriegsgottheit, wo man nicht genau weiß, wer dieser Halamardus ist. Man vermutet gemeinhin eine regionale Art von Tivas oder Tyr. Man konnte wahrscheinlich auch Atheist sein oder Christ. Hauptsächlich war wichtig, dass man sich an den Bräuchen und Praktiken des Volkes beteiligte und stützte somit die gesellschaftliche Ordnung. Zu dieser Ordnung sei noch angemerkt, dass die einzelnen Germanen sich zuerst als Teil des Stammes verstanden und dann erst als Einzelperson. Das bedeutet, dass das Individuum hinter den Bedürfnissen der Gemeinschaft hinten anzustehen hatte. Manche sagen sogar, das Individuum galt bei ihnen gar nichts. Das würde ich so extrem jetzt nicht behaupten, aber ich glaube schon, dass bei diesen Menschen ein großer sozialer Druck herrschte, den wir uns heutzutage kaum vorstellen können. Was man angesichts der Lebensbedingungen in jener Zeit aber auch nachvollziehen kann, denke ich. Die härteste Strafe war bei ihnen übrigens nicht die Todesstrafe, sondern die Ächtung. Genauer gesagt die Verbannung aus der Gemeinde in die Natur. Und zu der Auslieferung an die Elemente und die wilden Tiere kam für diese Ausgestoßenen noch eine andere Gefahr dazu. Begegnete man nämlich anderen Menschen und diese fanden heraus, dass man verstoßen wurde, durften sie mit dir machen, was sie wollten. Vergewaltigung, Folter, Totschlag. Und für die Täter gab es keine rechtlichen Konsequenzen. Denn der Ausgestoßene war wortwörtlich ein Nichts. Wer im Mittelalter vogelfrei genannt wurde, hieß bei den Germanen rechtlos oder auch friedlos. Eine Hinrichtung geht vergleichsweise schnell. Doch die Recht- und Friedlosen waren schlimmer dran. Ihre Überlebenschancen waren gleich null. Da das gerade auch unter Neuheiten aufgrund des Missbrauchs nordischer Kultur durch Faschisten immer wieder ein Thema ist, dachte ich, ich werfe für euch auch mal einen Blick auf das mögliche Verhältnis der Germanen zu so hässlichen Dingen wie Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Aber da wird es schon sehr kompliziert. Denn Rassismus als solches ist nicht so alt, wie man glaubt, sondern ein Nebenprodukt der Aufklärung und der damit verbundenen Naturwissenschaften.
Dennoch gab es natürlich auch in früheren Epochen herablassende Attitüden gegenüber anderen Völkern. In der Antike werteten die Römer und Griechen oft alle Völker ab, die nicht ihren zivilisatorischen Standards entsprachen. Etwas, das wir Europäer bis heute eigentlich gar nicht wirklich verlernt haben. Doch gab es so etwas auch bei den Germanen? Das wissen wir nicht wirklich. Wir können uns vorstellen, dass wenn Germanen untereinander im Krieg lagen, oder zum Beispiel auch mit Kelten oder Römern, dass sie dann schon eine Art, antikem Sozialchauvinismus an den Tag legten, so nach dem Motto, wir sind was Besseres, ihr seid nur ein Haufen von schwächlichen Römern und von dreckigem Keltenblut. Das war dann aber eher in Kriegszeiten wohl eher der Fall. Wenn man miteinander auskam in Friedenszeiten, hat man das wohl beiseite gelegt. Manche germanischen Völker sind ja auch sogar erst aus der Verschmelzung mehrerer Ethnien entstanden oder behaupteten dies zumindest von sich selbst, wie die Belger, ein keltisches Volk, das darauf bestand, von Germanen abzustammen. Das überliefert uns Julius Caesar. Die meisten Germanen waren ja auch zumindest weltoffen genug, um mit anderen Völkern Handel zu treiben und in gegenseitigen kulturellen Austausch zu treten. Dann sind da ja noch die Bajuwaren, die aus einer Verschmelzung von Germanen, Kelten, Slawen und Romanen entstanden. Zu den germanischen Vorfahren der Bajuwaren gehörten übrigens auch unter anderem die Thüringer, Alamannen, Langobarden, Skiren und Eroler. Sich unter Umständen also mit anderen Völkern einzulassen, war wohl für die ollen Teutonen nicht so das Problem. Die Entstehung und Entwicklung von Völkern war auch in der Römer- und Völkerwanderungszeit eine sehr komplexe Sache, auf die viele innere und äußere Faktoren eingewirkt haben. Verwandtschaft war, wie ich bereits gesagt habe, ein wichtiger Faktor, aber auch gemeinsame kulturelle Eigenheiten waren sehr ausschlaggebend. Und schließlich ist aus dem ethnischen Kuddelmuddel der Völkerwanderungszeit ablesbar, dass die ethnische Zugehörigkeit oft sehr viel lockerer gewesen ist, als wir uns das heute vorstellen. Viele Welsche haben sich Germanen angeschlossen und auch umgekehrt. Meist nur vorübergehend zu irgendwelchen Zweckgemeinschaften, die sich später wieder trennten. Manchmal blieb man aber eben auch zusammen. Und unterworfene Völker hatten ohnehin keine andere Wahl, als sich den Gesetzen ihrer Eroberer anzupassen. Es gab außerdem nicht nur Romanisierungen, sondern auch Germanisierungen, also die Ausbreitung germanischer Kultur und Brauchtümer und Sprache bei welschen Völkern, zu denen in jener Zeit nicht mehr nur Kelten, sondern auch Romanen gezählt wurden. Gab es bei ihnen Nationalismus? Wohl kaum. Auch der Nationalismus ist ein relativ neues Konzept im Vergleich zu damals. Bei einer Denkweise wie die der Germanen, in der der Friese den Thüringer und der Thüringer den Goten praktisch als Ausländer betrachtete, gab es sowas wie eine übergreifende germanische Nationalidentität nicht. Das ist eine Idee, die Europa und damit auch Deutschland erst sehr viel später, vor etwa 200 bis 300 Jahren, erfassen sollte. Unser Verständnis ethnischer Zugehörigkeit rückwirkend auf die Vergangenheit zu übertragen, ergibt, das muss ich einfach so sagen, ein ziemliches Durcheinander. Das sieht man am Volk der Bataver. Diese spalteten sich nämlich nach inneren Streitigkeiten von den Chatten ab und unterstrichen dies, indem sie eine neue Identität annahmen. So nach dem Motto: Leckt uns am Arsch, ihr Deppel, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Die Chatten gelten nämlich noch heute als historische Vorläufer der Hessen, während die Bataver oft als Urniederländer bezeichnet werden. Beide Völker sollen jedoch an der Entstehung der Franken beteiligt gewesen sein. Im 19. Jahrhundert, als man ganz platt vergangene Völker mit gegenwärtigen gleichgesetzt hat, hätte man also gesagt, dass die Niederländer von den Hessen abstammen und beide an den Franken beteiligt waren, die dieser Logik zufolge aber gleichzeitig die ersten Deutschen und die ersten Franzosen gewesen sind. Also beides Feinde.
Im 19. Jahrhundert war man sich also selber der größte Feind. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Das ist eine Denkweise, die funktioniert nicht. Ich persönlich glaube jedenfalls nicht, dass die Germanen allzu versessen auf ihre jeweiligen Schollen gewesen sind. Wenn dem so gewesen wäre, warum sind sie dann scharenweise von Norddeutschland nach Britannien ausgewandert? Bestimmt nicht wegen dem schönen Wetter. Wie aber mochten unsere Vorfahren auf Menschen anderer Hautfarbe reagiert haben? Das kann ich leider nicht eindeutig beantworten. Zumindest wissen wir, dass die Vandalen einige Zeit in Nordafrika herrschten und dass ihr Reich mehrere Kulturen umfasste, unter anderem die einheimischen Numidier, die zu den Berbern gezählt werden. Wenn nicht bereits in Rom, wo eine Vielzahl von Menschen aufeinander traf, so werden die Vandalen spätestens auch dort auf sehr dunkelhäutige Menschen gestoßen sein. Die Reaktion könnte Erstaunen gewesen sein. Aber erinnern wir uns bitte daran, dass dies eine Zeit war, in der man allerlei wundersame Dinge glaubte, an Drachen und Götter, die sich in Form von Schwänen mit Frauen paarten. Also wird der Schock der Vandalen vermutlich nicht allzu groß gewesen sein. Es ist allerdings möglich, dass viele Germanen erst einmal mit Abscheu oder zumindest Verwunderung auf den Anblick dunkelhäutiger Menschen reagierten. Darauf deutet auch eine Sage über den Wikinger Geirmund Priorsson Heljaskin. Dieser wird zusammen mit seinem Zwillingsbruder Hamund von der Mutter der Königin aufgrund ihrer großen und dunklen Erscheinung verstoßen. Erst durch die Hilfe eines weisen Alten, der ihr Herrscherpotenzial erkennt, erlangen sie ihre rechtmäßige Position im Leben. Geirmund Hjorsson Heljaskin ist tatsächlich eine reale Person gewesen. Er und sein Bruder Hamund lebten in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Sie waren die Söhne eines norwegischen Königs und dessen samojedischer Frau. Anderen Quellen zufolge war diese Frau Mongolin gewesen. Geirmund und sein Bruder waren dunkler als die anderen Norweger und bekamen daher beide die Spitznamen Heljarskin, schwarzhäutig, was offenbar eine Anspielung auf die angeblich schwarz vermoderte Haut der Totengöttin Hel anspielt. Naja, sehr schmeichelhaft, wie ich finde. Geirmund Heljarskin ging mit seiner Frau nach Irland und später mit ihr und zwei weiteren Wikingern nach Island. Es heißt, dass sie viele Kinder hatten, und heutzutage wird überlegt, ob einige Isländer, die oft bei Mongolen gefundene DNA-Gruppe Z1a aufweisen, von ihm abstammen könnten. Denn möglicherweise sind sie Nachkommen von Geirmund Heljaskin, dem schwarzen Wikinger. Zudem siedelten Isländer ab dem späten 10. Jahrhundert in Grönland und hatten dort regelmäßig Kontakt mit den dort lebenden Inuit. Es kam sowohl zu gewalttätigen Auseinandersetzungen als auch zu Handelsbeziehungen und kulturellem Austausch. Und natürlich, ihr wisst es vermutlich bereits, waren auch die Wikinger lange vor Christoph Kolumbus in Amerika. Ob sie aber auch wirklich Kontakt zur indigenen Bevölkerung hatten, ist bisher nicht klar erwiesen oder widerlegt. Falls ja, können wir nur mutmaßen, dass er entweder friedlich oder wie üblich abgelaufen ist. Und damit kommen wir zur germanischen Ethik. Ich werde mich jetzt übrigens nicht über die neun edlen Tugenden auslassen. Ich bin mir sicher, ihr wisst, wessen Geisteskinder die sind. Dennoch erkenne ich an, dass einige von ihnen sich in der Ethik der historischen Germanen wiederfinden. Mittelpunkt der Ethik unserer Vorfahren war die Ehre, das heißt der Ruf, den man in der Gesellschaft hatte. Die Ehre war so wichtig für sie, dass sie das Recht hatten, diese auch mit Gewalt und Totschlag wiederherzustellen, wie ich ja bereits gesagt habe. Von den Wikingern wissen wir, dass es ihnen wichtiger war, als ehrbarer Mensch zu sterben, als sich in möglichen Spekulationen über das Jenseits zu verlieren.
Denn was von uns wirklich nachweisbar bleibt, ist die Erinnerung. Und niemand wollte als mieser Arsch ins Gedächtnis seines Stammes eingehen. Denn nur als solcher würde man dann gewissermaßen Unsterblichkeit erlangen. Dann noch lieber als Held, als tapferer, tugendhafter, ehrbarer Mann. Oder Frau, in dem Sinne. Dieses Verständnis von Ehre fußte auf dem Sozialverhalten, auf der Befolgung erwünschter sozialer Normen und dem Unterlassen sozialer Vergehen und Tabus. Diese waren wahrscheinlich von Stamm zu Stamm und zu Volk verschieden, doch gab es einige Dinge, die für alle Germanen von Oslo bis Essex und von Hadeln bis Aachen verbindlich waren, und andere, die für sämtliche Germanen ein absolutes No-Go darstellten. Zu diesen Dingen gehörte auch der Eid, gewissermaßen die höchste und verbindlichste Form eines Versprechens, das Menschen einander geben konnten. Einen Eid zu brechen oder nicht zu erfüllen, das war das Schändlichste, was man tun konnte, und meistens war man danach bei seinen Mitmenschen unten durch. Ein Eidbruch ist vermutlich in etwa das, was Christen eine Totensünde nennen würden, und man hatte auf gut Deutsch gesagt sowohl bei der Menschheit als auch bei den Göttern verschissen. Das galt jedoch nicht ausnahmslos und in allen Situationen. So schworen die Sachsen während der großen Kriege mit Karl dem Großen diesem wiederholt den Treueeid, nur um ihn bei nächster Gelegenheit wieder zu brechen, vermutlich weil ihnen die Treue zu den eigenen Leuten und den sächsischen Lebenswegen wichtiger waren als die zu einem Typen, der ihnen das Christentum überbraten wollte. Gerade die Treue zur eigenen Sippe war verbindlich, wobei... Die Geschichte der Germanen ist wiederum ja auch voll mit Fällen mit Verwandtenmorden und derlei Dingen, also muss man diese unbedickte Sippentreue wohl relativieren. Dennoch gilt Loyalität oder Treue zu Recht als zweite Säule der germanischen Ethik. Bei Kriegerkulturen aus rauen Zeitaltern ist natürlich auch der Mut erwünschter als Feigheit. Des Weiteren galten die Germanen als direkt. Es war ihnen lieber, man spricht offen und ehrlich und gerade heraus, was Sache ist, als zu heucheln, Hintergedanken zu haben oder hinter dem Rücken anderer über sie herzuziehen. Auch galt es als unklug, andere grundlos zu beleidigen, denn wie gesagt, die Ehre war dann angetastet und dann ließ die Strafe nicht lange auf sich warten. Ganz ehrlich, gucke ich mir dagegen unsere heutige Internetkultur an, und den Umgangston, der heutzutage herrscht. Ach, nee, komm, lassen wir das. Ich reg mich sonst wie nur wieder sinnlos auf. Die Ehre war vermutlich auch der Grund für die germanische Aversion gegen den Strohtod. Mit Strohtod meinte man gemeinhin das Dahinsiechen an Krankheiten und Altersschwäche auf dem Krankenbett. Betten waren ja meistens mit Stroh gefüllt. Das empfanden die Germanen als so würdelos und demütigend, dass sie lieber es vorzogen, im Kampf zu sterben oder zumindest auf dem Höhepunkt ihrer Jugend und Kraft. Zumal man ja auch niemanden zur Last fallen und sein Leben weitgehend unabhängig gestalten wollte. Ich sagte ja bereits, dass die Germanen im Schnitt gerade mal so um die 40 wurden. Daher gilt das vermutlich eher für Ältere, die 60 oder älter wurden, aber diese waren dann ja auch eine Seltenheit. Eine weitere wichtige Tugend war das Verhalten als Gast und Gastgeber. Dies wird bereits von Tacitus über die Germanen im ersten Jahrhundert geschildert. Über 1000 Jahre später kann man noch immer der altnordischen Havamal entnehmen, wie wichtig es ist, sich als Gast nicht zum Volldeppen zu machen, besonders nicht, wenn Alkohol im Spiel ist. Aber auch Reisenden soll man distanziert, aber höflich als Gastgeber begegnen. Ein guter Gastgeber zu sein schien also so wichtig, dass selbst verfeindete Germanen es nicht wagten, gegen diese Sitte zu verstoßen. Stattdessen, wenn der Erzfeind in die Halle kam, bot man ihm einen Platz an der Tafel an und besorgte ihm etwas zu trinken. Der Saal gilt offenbar als Ort der Waffenruhe, einem verbindlichen Frieden, den man nicht zu stören hatte. Das kennt man heute noch ein bisschen aus der Kneipe, wenn der Schankwirt dazu ermahnt, zwischenmenschliche Handgreiflichkeiten und ähnliche Zärtlichkeiten gefälligst draußen zu regeln.
Diese Gastfreiheit gehört aber eigentlich zu einer anderen, übergeordneten Tugend, etwas, das man heutzutage vielleicht als Social Bonding bezeichnen könnte. In einer Epoche ohne Telefon und Internet, in dem die meisten Ortschaften kilometerweit auseinander lagen und man immer darauf gefasst sein musste, dass man von anderen angegriffen und überfallen wurde, waren stammesübergreifende, zwischenmenschliche Beziehungen unverzichtbar. Und dabei machte es offenbar keinen Unterschied, ob die Bündnispartner nun andere Germanen oder auch Kelten oder Römer oder sonst etwas waren. Das war wohl zweitrangig. Zumal man nicht die Neuigkeiten der Welt mal eben googeln konnte. Für sowas hatte man Leute von außerhalb. Entweder befreundete Leute aus anderen Stämmen oder Wandersänger, die berühmten Skalden oder Skopen. Diese trugen dann vor, was sich in der Welt ereignete. Oder, wie man damals eben noch sagte, was sich zeitigte. Daher haben wir heute noch den Begriff Zeitung. Auch in der bereits erwähnten Havamal finden sich viele Passagen, die den Wert von Freundschaft und zwischenmenschlichen Kontakten hervorheben. Misanthropen waren die Germanen also wahrscheinlich eher nicht. Da der Kern eines germanischen Stammes auf miteinander verwandten Sippenverbänden beruhte, den Kunias, war es wichtig, den Sippenfrieden zu bewahren. Dafür hatten die Germanen das Konzept des Frith, was wir heute ganz grob mit Frieden übersetzen können. Die Idee des Frith war hierbei nicht, dass es nie Konflikte oder Streit gab, sondern dass etwaige soziale Spannungen nie zu Unruhen wurden, die den Zusammenhalt der Sippen oder des Stammes gefährdeten. So eine Art bis hierhin und nicht weiter, wenn ihr so wollt. Solche Streitereien, die Gefahr liefen auszuarten, wurden schließlich legal auf dem Fing beigelegt. Hierbei mussten beide Parteien Frieden schwören und durften diesen öffentlich ausgesprochenen Frieden nicht mehr brechen. Wer das tat, verlor seine Ehre und wurde von der Gesellschaft ausgestoßen. Eine weitere offensichtliche Tugend ist Fleiß. Der germanische Alltag bestand aus Arbeit, Arbeit und noch mehr Arbeit. Wenn man nicht gerade das Feld bestellt hat, musste man woanders helfen, da Hand anlegen, da hämmern, da sauber machen, hier mitschleppen und hüben auch. Wer wissen will, wie sowas im Detail aussah, dem empfehle ich die Seite der Reenactment-Gruppe Scotelingo. Diese haben eine Rubrik über ein altsächsisches Bauernjahr des 8. Jahrhunderts, das ganz gut verdeutlicht, dass die Germanen eben nicht den ganzen Tag besoffen am Rhein chillten, wie das manche vor noch 100 Jahren geglaubt haben. Die vielleicht größte Tugend aber, abgesehen von der Ehre, war die Weisheit. Diese beinhaltete persönliche Erfahrungen als auch überliefertes Wissen, Vernunft, Realitätssinn und einen möglichst oft benutzten Verstand. Entsprechend umfasste Weisheit als Tugend eine Menge unterschiedlicher Situationen. Meist ging es dabei um verschiedene Formen sozialer Umsicht. Zum Beispiel, dass es besser war zu schweigen, wenn man nichts Wertvolles zu sagen hatte, denn anders als heutzutage waren hirnlose Stratstanten nicht allzu hoch angesehen. Aber damals kannten die Germanen schließlich auch noch kein Social Media. Betrunkene Dödel mit großer Klappe wurden schnell zum Gespott der Weiseren in der Halle. Vom gemäßigten Alkoholkonsum ging es über die Vorteile des frühen Aufstehens und dass man nicht jedem alles anvertrauen sollte, bis hin zur Lebensbejahung und der Akzeptanz von Dingen, die man nicht ändern kann, denn diese hat dann wohl das Schicksal für einen bestimmt. Manche vergleichen die altnordische oder altgermanische Weisheit sogar mit dem Stoizismus. Die Sache mit dem Schicksal und anzunehmen, was das Leben für einen vorbestimmt hat, das ist der heldenhafte Fatalismus, den man den Germanen häufig nachsagt. Tatsächlich war es ihnen sogar lieber, das Unausweichliche zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Das heißt, wenn sie wussten, dass sie bei einer äußerst notwendigen Fahrt oder Reise ums Leben kommen konnten, nahmen sie es in Kauf. Wenn sie sterbenskrank waren, hofften sie, dass es schnell ging und sie nicht elendig dahinsiechten. Wenn ein Heer hoffnungslos unterlegen war oder es keine Fluchtmöglichkeit mehr gab, dann jammerten sie nicht herum oder beklagten sinnlos ihren Untergang,
sondern sie nahmen das Schicksal an und rissen noch so viele mit in den Tod, wie sie konnten, so dass selbst die Nachkommen ihrer Feinde noch ihre gedenken und sagen würden, sie hatten keine Chance, aber wie sie in ihr Verderben liefen, den Tod verachtend, ihren Göttern und Ahnen zurufend, sie sollen schon mal Platz an der Tafel in Valhall machen, das war unglaublich. Es ist dieser unglaublich wilde Todesmut, diese Verweigerung, sich Angst und Verzweiflung hinzugeben, die ihre Gegner gleichermaßen beeindruckte und schockierte und die die Germanen in das Gedächtnis der Welt einbrannte. Das hier ist nur eine grobe Übersicht über einige Weltvorstellungen der Germanen, soweit man das rekonstruieren kann. Diese Vorstellungen gingen stets ineinander über und waren keinesfalls scharf voneinander abgrenzbar und auch nicht in allen Situationen als unabdingbar gegeben. Tatsächlich ist sogar bei vielen dieser Tugenden fraglich, inwiefern man sie als genuin germanisch sehen kann, da es sich dann doch um sehr universale Werte und Weisheiten handelt, die man so oder so ähnlich auch bei anderen Völkern vorfand und die noch heute eine Rolle spielen, wenn auch in anderer Form. Die Germanen jedenfalls hatten keine Liste mit Tugenden, die sie stets bei sich hatten, und hatten auch keine Gebote wie im Christentum. Ihre Tugenden waren für sie selbstverständlich. Sie wuchsen damit auf, denn ihre Ethik entstand ganz einfach aus dem täglichen Miteinander, wie bei anderen Menschen auch. Kommen wir zum Schluss noch auf die Begriffe des Schicksals und des Heils zu sprechen. Das Heil im vorchristlichen germanischen Sinn war kein Seelenheil, sondern eine Kraft, die sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft als solches beeinflusste. Das Wort bedeutete so viel wie ganz, vollständig oder heile. Von ihm leitet sich auch das englische whole ab, das ebenfalls ganz oder vollständig bedeutet. Heil ist eine Art allumfassendes Glück, das über den heute geläufigen Glücksbegriff aber weit hinausgeht. Er bezog sich auf die Gesundheit in allen Bereichen, auf Zwischenmenschliches, auf Erfolg im Geschäft, auf Sieg im Krieg, auf die Gunst der Götter und Ahnen, letztlich sogar auf das Schicksal selbst. Es ist ganz grob vergleichbar, ganz grob vergleichbar mit Karma. Insofern, als dass man sein Heil durch seine Taten mehren oder verringern konnte. Aber im Gegensatz zu Karma war das Heil des Einzelnen auch immer an das Heil anderer Menschen gebunden. Sehr einfach ausgedrückt, wer etwas Schändliches tat, der schadete nicht nur seiner Ehre und der seiner Sippe und seines Stammes, sondern auch seinem Heil und ihrem Heil. Wer stattdessen etwas Respektvolles, Mutiges oder besonders Ehrbares tat, der steigerte Heil und Ehre seines Stammes und seiner Sippe und natürlich sein eigenes Heil. Dieses Heil konnte man angeblich auch auf andere übertragen, etwa das Königsheil. War der König oder Herrscher glorreich im Krieg und ein guter Herrscher, steigerte das auch das Heil seines Gefolges in sämtlichen Lebensbereichen und auch das ihrer Verwandten und auch des Volkes. Das Wort Heil soll aber auch im Zusammenhang mit günstigen oder ungünstigen Vorzeichen stehen. Jedenfalls müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Germanen so auf das Funktionieren des gesellschaftlichen Zusammenhalts bedacht waren, dass jede größere Minderung des Heils für sie unweigerlich zu üblen Konsequenzen führte. Ähnlich ist es mit der Idee des Wurdes, das auch Wurt, Wirt oder Urf genannt wird. Zusammen mit dem Orlog ist Wurdes Teil des germanischen Schicksalsbegriffes. Dabei bildet Orlog den passiven Teil, den wir nicht mehr beeinflussen können, und Wurdes den aktiven, bei dem unsere Entscheidungen immerhin noch den Ausgang unserer Zukunft beeinflussen können. Orlog geht auf das urgermanische Uslager zurück, was in etwas so viel wie Auslage bedeutet. Gemeint ist hiermit die ganzen Schichten der Vergangenheit im Brunnenwasser der Nornen, die wir Menschen mit jeder unserer Taten legen.
Urslager ist also die Urschicht, Urlage oder im Englischen Urlayer. Jede dieser Schichten ist gelegt, sobald eine Tat getan ist und damit unwiderruflich der Vergangenheit angehört. Sie sind die Weichen, die wir nun durch unser Handeln und Nichthandeln gestellt haben und auf denen wir jetzt weiter in Richtung Zukunft rollen. Dabei sind es hauptsächlich die Taten unserer Ahnen, die unser Orlog prägen. Durch die Taten unserer Vorfahren werden wir in eine bestimmte Gesellschaftsschicht geboren, in ein bestimmtes Land, wir wachsen in einer bestimmten Kultur mit deren Werten auf und unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter. Neben dem Einfluss der direkten Vorfahren, also Eltern, Großeltern und so weiter, kommen noch andere Faktoren hinzu, etwa geschichtliche Ereignisse oder der Einfluss anderer Verwandter, deren Freunde und Feinden und deren Freunden und Feinden und Verwandten und deren und so weiter. Also kurz gesagt, das ganze metaphysische soziale Netzwerk, das sich Menschheit nennt, von den Söhnen des Manus bis zu uns modernen Menschen, hat quasi Einfluss darauf gehabt, in welche Lebensumstände wir hineingeboren wurden. Zum Beispiel eine Gelegenheit, die ein Urahne von uns vor 900 Jahren ergriffen hat, kann bereits entscheiden, ob wir heute in Armut oder Reichtum geboren werden, gesund oder krank, ob wir in Frankreich oder Italien zur Welt kommen und so weiter. Es sind die sprichwörtlichen Karten, die uns das Leben in die Hand drückt, und nun bestimmen wir aber, wie das Spiel für uns ausgeht. Allzu großen Einfluss haben wir aber offenbar nicht. Denn was das Schicksal, das übrigens im Germanischen schon immer weiblich gedacht wurde, einmal bestimmt hat, das wird auch eintreffen. Und nicht einmal der Göttervater persönlich kann dagegen etwas tun. Danke fürs Zuhören.